Hi zusammen, in diesem Video geht es um diese kraftvolle Mini-Standpumpe. Es ist die Lisein Micro Floor Drive Pumpe. Das ist eine Mini-Standpumpe für unterwegs und sie ist stark genug auch für sehr breite Mountainbike- und Gravelbike-Reifen und man kann unterwegs auch eine Tubeless-Montage durchführen. Davon gibt es verschiedene Produktvarianten, ja, einmal fürs Mountainbike, wie schon genannt, mit hohem Volumen und einmal fürs Rennrad mit viel Druck. Geeignet ist die Fahrradpumpe am besten für lange Radreisen oder für Bikepacking-Touren oder auch fürs Trainingslager, also wenn man mit dem Radkoffer verreist und dann im Hotel eine kraftvolle und zuverlässige Pumpe haben möchte. Also in den Radkoffer, da passt sie ganz locker rein. Die Pumpe bleibt dann im Hotel und deswegen ist sie super eben für Reisen und genau dafür habe ich sie mir auch gekauft. Ja, die Pumpe, die schauen wir uns im Video also ganz genau an. Die Frage ist, wie viel Stöße braucht die Pumpe für welche Reifen? Und ich zeige auch die Tubeless-Montage mit dieser Lisein Mini-Standpumpe. Immer genug Luft muss in den Reifen und du willst sicher nicht unterwegs auf dem Trail liegen bleiben, wie ich in dieser Situation hier in Jordanien. Auf der Reise, da habe ich wirklich viel am Fahrrad rumgefrickelt und ich wäre über eine Luftpumpe wie diese hier mit viel Pumpvolumen sehr, sehr froh gewesen. Was ist passiert? Direkt nach dem Flug konnte ich mein Tubeless Setup nicht mehr aufsetzen. Ich hatte nur eine kleine Mini-Pumpe dabei, mit der ich eigentlich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Deswegen musste ich einen Schlauch reinziehen. Und was passiert einfach, wenn man mit dem Schlauch unterwegs ist, man fährt über einen spitzen Gegenstand drüber, okay, man hat einen Platten, muss rumfrickeln, muss den Platten einfach wieder richten. Aber man muss gar nicht nach Jordanien fliegen. Es kann ja auch sein, dass du mit deinen Kollegen unterwegs bist im Wald auf deinen Hometrails, jemand hat einen Platten oder du hast einen Platten. Und ja, dann will man den Platten einfach richtig schnell wieder fixen und wieder viel Luft in den Reifen bekommen. Und dafür braucht man eben einfach eine Pumpe mit hohem Volumen und nicht so eine kleine Mini-Pumpe. Ja, und genau aus dem Grund schauen wir uns die Lisein Micro Floor Drive in dem Video ganz genau an. Und ich lege sie mal zur Seite. Mini-Standpumpe, Mini-Standfuß wird aufgeklappt. Hier, damit steht sie sicher. Genau, es geht um die Vorteile und um die Nachteile von der Pumpe. Wie schwer ist sie? Wie ist das Gewicht, Größe, Transportmöglichkeiten? Wie steht es um die Ergonomie beim Pumpen und um die Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit? Ganz wichtig, weil wir wollen ja eine zuverlässige Pumpe auf Tour haben. Ja? Weiter geht es dann mit der Pumpleistung und eben der Schnelligkeit. Also wie viel Stöße brauche ich am Mountainbike mit richtig breiten Reifen? Wie schnell kann ich mein Gravelbike aufpumpen? Ich blende dir jetzt hier einfach schon mal ein, damit du weißt, wie lang das ungefähr dauert. Und ich kann es dir sagen, für eine Pumpe, die man unterwegs dabei hat, ist das wirklich richtig viel Power, die hier in dem Gehäuse drin ist. Also richtig, richtig klasse. Weiter geht's mit der Tubeless-Montage. Also ich zeige dir, wie die Tubeless-Montage mit der Pumpe funktioniert. Und ist die Tubeless-Montage möglich oder nicht? Ich kann es schon mal sagen, es ist möglich. Und es ist richtig geil und dafür feiere ich die Pumpe schon jetzt abartig. Genau, und dann kommen wir auch zu dem Fazit. Was sage ich so insgesamt zu dieser Pumpe? Ganz wichtig, wir starten jetzt mit dem Video und unten in der Videobeschreibung findest du die Kapitelmarken. Also wenn du gleich jetzt hier zum Pumptest oder zur Tubeless-Montage möchtest, einfach unten in die Videobeschreibung schauen, draufklicken auf das entsprechende Kapitel. Kommen wir also zu den Vorteilen und Nachteilen der Lisein Micro Floor Drive Pumpe. Also das sind jetzt alles Themen, die mir in der Praxis aufgefallen sind. Ich habe nach meinem Frust von der letzten Bikepacking-Tour mein Mountainbike zu Hause wieder aufgepumpt und ganz, ganz wichtig war, dass ich auch Tubeless damit aufsetzen konnte. Das habe ich auch eben getestet mit der Pumpe und bei meinem Cyclocross, da habe ich auch neue Reifen aufgezogen, jetzt für den Winter einfach Spike-Reifen. Sofort beim ersten Arbeiten mit der Pumpe fällt dieser lange Pumpschlauch auf. Also, wenn ich damit arbeiten möchte, drehe ich einfach den Pumpkopf hier weg von der Pumpe und tada, wie gesagt, der Pumpschlauch ist wirklich sehr, sehr lang. Ich kann komfortabel damit arbeiten, auch wenn die Winkel jetzt und die Umgebung jetzt nicht ideal ist, um hier zu arbeiten, gerade unterwegs ein großer Vorteil. Und ja, da braucht man sich keine Gedanken machen, dass man irgendwie am Ventil dann rumreißt. Also das ist auch echt super als Zugentlastung dann beim Aufpumpen. Die Lisein Mini-Standpumpe, die hat eine Druckanzeige jeweils immer in Bar
und in PSI. Bei meiner Variante, ich habe mich jetzt für die Variante mit analogem Manometer entschieden. Ja, die Genauigkeit, die ist hier so ungefähr 0,25 bis 0,3 Bar, würde ich sagen. Für mich, da reicht es vollkommen aus. Also ich denke, das ist wirklich auch ausreichend, wenn man hier den Druck genau bestimmen möchte fürs Mountainbike oder fürs Gravelbike oder generell einfach für Fahrräder mit einer starren Gabel. Da ist eine wirklich präzise Druckanzeige richtig wichtig und ich halte es für ausreichend. Wer jetzt eine noch genauere Druckanzeige möchte, der greift einfach zu den Modellen mit digitaler Druckanzeige. Gibt es nämlich auch bei den Produktvarianten. Da herrscht so ein bisschen Verwirrung auf den ersten Blick, aber ich schlüssel das jetzt mal auf, welche verschiedenen Pumpen es hier gibt. Es gibt nämlich hier unterschiedliche Varianten. HV-Variante, HV für hohes Volumen, also fürs Mountainbike und fürs Gravelbike, fürs Cyclocross übrigens auch. Oder die HP-Variante, HP, High Pressure, hoher Druck für das Mountainbike mit schmaleren Reifen, um diesen hohen Druck zu erzeugen, der da eben notwendig ist. Und dann gibt es immer noch das P am Produkt dran, Und dann gibt es jeweils noch das G, G für Gauge, also für Anzeige. Das heißt, die G-Variante ist jeweils immer noch mit diesem Manometer dran, würde ich auf jeden Fall empfehlen, entweder HVG oder HPG mit der Druckanzeige eben dran. Und wenn du sagst, hey, ich will unbedingt die digitale Anzeige, dann greif zu dem Produkt mit dem digital im Produktnamen. Ich weiß, es mag jetzt etwas verwirrend klingen. Schau einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich dir eine kleine Mini-Beschreibung zusammengestellt und die Pumpen findest du auch verlinkt. Und da findest du auch den Link zu meinem ausführlichen Blogpost mit Vergleichstabellen, vielen Bildern und Details, eben auch zur Pumpe. Da kannst du alles nochmal nachlesen, ja. Spitze ist die Kompatibilität der Pumpe, ganz wichtig natürlich. Der Pumpkopf muss zu deinem Ventil passen. Und wir haben hier einen Pumpkopf, der passt für Presta und Autoventile, also eigentlich wirklich für die gängigen Ventile. Und wenn du ein französisches Ventil hast am Fahrrad, dann findest du auch noch den entsprechenden Adapter im Lieferumfang. Und an dem Punkt möchte ich aber schon mal eine Warnung aussprechen, denn dieser Schraubventilkopf hier, wenn du den draufschraubst, auf das Fahrradventil, dann hält er wirklich sehr, sehr fest. Das heißt, nicht ganz nach unten drehen, weil sonst könnte es passieren. Ist mir noch nie passiert, aber ich glaube, es könnte passieren, dass man den Ventilkopf dann, wenn man fertig aufgepumpt hat und dann hier abschraubt, dass man den Ventilkopf oder den Ventilkern eigentlich des Ventils rausschraubt und dann entweicht die ganze Luft und dann hat man den Salat. Und das sollte nicht passieren, deswegen nicht ganz fest hier ziehen beim Aufpumpen. Wie steht es um die Qualität? Also die Teile, die sind zum Großteil aus Aluminium und aus Edelstahl gefertigt. Und ich habe die Pumpe erst ein paar Mal jetzt getestet, aber ich denke, man kann hier wirklich von einer langen Lebensdauer ausgehen. Das wird der Praxistest auf jeden Fall zeigen. Ersteindruck von der Qualität auf jeden Fall schon mal super. Die hohe Pumpleistung, die hatte ich ja schon erwähnt. Genau deswegen kauft man sich die HV-Version, die HV-Variante von dieser Pumpe. Also der Hub, der ist für eine Pumpe, die man unterwegs dabei hat, wirklich beachtlich. Und deswegen eignet sie sich super für großvolumige Reifen und kommt fast schon so an so eine kompakte Standpumpe von zu Hause ran, ja. Das Gewicht beträgt 214 Gramm, hat mich wirklich überrascht, weil für eine Pumpe dieser Größe und mit dieser Pumpkraft, da ist es wirklich sehr, sehr kompakt, also echt cool. Der Pumpkopf, der hält sicher am Ventil. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig, weil wenn man pumpt und da wirklich Pressure drauf gibt, wirklich Druck drauf gibt, dann muss er einfach sicher halten. Und es gibt auch Pumpen, meine Mini-Pumpe, die ich in Jordanien dabei hatte, die hält hervorragend an Tubeless-Ventilen, aber die hält eben überhaupt nicht an normalen Fahrradschläuchen. Und das ist dann wirklich ärgerlich. Und hier, ich habe es natürlich getestet, Tubeless-Ventile, an einem Tubeless-Ventil ist der Halt 1A und an einem normalen Fahrradschlauch ist der Halt auch 1A. Und genau, wenn man dann fertig ist mit dem Pumpen, dann gibt es hier noch so einen kleinen Druckknopf und damit lässt sich so ein bisschen Druck ganz fein ablassen. Damit kann man dann den Druck mit dem Manometer eben noch fein justieren. Was sind jetzt die Nachteile dieser Pumpe? Du merkst, ich bin schon jetzt großer Fan von der Pumpe, aber sie ist eben auch nicht perfekt. Also sofort beim Pumpen, da fällt eine Sache auf und das ist der Handgriff. Der ist nämlich nicht sehr ergonomisch. Also er hat hier so eine Einkerbung, um den Schlauch besser zu halten und die drückt sich einfach
relativ unangenehm so ins, ja, in die Hand rein beim Pumpen. Man kann das schon verkraften, aber es fällt einfach auf. Man, würde ich mal sagen, man behält am besten die Fahrradhandschuhe an beim Pumpen. Wenn ich jetzt hier 200-300 Hübe draufgeben muss, dann kann man das schon noch verkraften, aber es ist eben nicht optimal. Der Standfuß, ein großes Feature von der Pumpe. Ja, man kann da schön drauf treten und der sorgt auch so ein bisschen für Stabilität. Aber eigentlich ist er eben auch etwas kippelig. Also es ist halt eine Mini-Standpumpe und für unterwegs mit allen Vor- und Nachteilen, aber eben keine ausgewachsene Werkzeugstandpumpe. Ja. Als Mini-Standpumpe unterwegs, da finde ich sie etwas groß. Ganz klare Sache, die Pumpleistung, die muss natürlich irgendwo herkommen. Man hat hier diesen genialen Hub, aber sie ist eben etwas groß. Deswegen ist auch eine Rahmenhalterung im Lieferumfang, also ich glaube gerade für längere Radreisen oder auch für Bikepacking-Touren, da werde ich in Zukunft diese Rahmenhalterung verwenden. Man kann sie alternativ auch als Mountainbiker einfach in den Rucksack reinpacken für den Transport. Da passt sie ganz locker rein oder alternativ auch in einer Bikepacking-Rahmentasche verstauen. Einiges an Zubehör ist noch im Lieferumfang. Werfen wir mal einen Blick aufs Zubehör. Wichtig, die Rahmenhalterung, wenn du die Luftpumpe direkt am Fahrradrahmen befestigen möchtest. Und praktischerweise ist ein Ballaufsatz, ein Luftmatratzenaufsatz und ein Adapter für ein französisches Ventil im Lieferumfang. Alles klar, jetzt weißt du Bescheid über die Vorteile und auch über die Nachteile von der Lisein Micro Floor Drive. Jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Wir schauen uns die Pumpleistung am Mountainbike und auch am Gravelbike an. Immer noch unter einem Bar. Wir sind bei einem Bar, bei etwas unter einem Bar, bei 80 Stößen. Wahnsinn, 120 Stöße und wir sind bei 1,5 Bar. Also. Sind bei fast 2 Bar. 160 Stöße, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich 200. Nein, 200 Stöße und wir sind bei 1,2, 1,3. So, 220 Stöße und wir sind bei 2,6, 2,7 Bar. 220 Stöße für 2,7 Bar mit sehr breiten Reifen am Mountainbike, das ist eine super Leistung für unterwegs. Wie gut ist die Pumpleistung bei schmaleren Reifen? Für den Winter habe ich mir Spike-Reifen auf meinen Cyclocross gezogen. Es handelt sich um 35 mm breite Continental Spike Reifen. Einen Link zu den Spike Reifen und zur Lisein Mini Standpumpe findest du in der Videobeschreibung, also schau am besten in die Infobox unter dem Video. Für Gravel Reifen ist die Pumpleistung enorm stark. In Windeseile pumpt die Lisein Micro Floor Drive die schmalen 35 mm Reifen auf. 50 Stöße bringen 3 Bar. 70 Stöße bringen 4 Bar und 90 Stöße bringen 5 Bar Druck. Einen Reifen wieder aufpumpen, das kriegt die Pumpe hin und sie kriegt es auch noch sehr schnell hin. Das ist super. Jetzt geht's an die Königsdisziplin. Es ist die Tubeless-Montage. Kann ich mit dieser Pumpe einen Reifen Tubeless aufsetzen? Ich habe es ja schon mehrfach gesagt.
ja, es funktioniert. Und dazu sage ich nur, geil, geil, geil. Da bin ich richtig begeistert. Weil ja, in Jordanien wäre ich fast verzweifelt, als ich da mit Reifen rumgegurkt bin. Und ja, man braucht einfach, das Geheimnis ist ja einfach, dass man genug Druck drauf bekommt, also mehr Druck drauf bekommt, als dass eben Druck entweicht, solange der Tubeless-Reifen noch nicht vollständig dicht ist. Und dafür braucht man eben eine Pumpe mit hohem Volumen. Also ich würde sagen, machen wir uns jetzt an die Tubeless-Montage. Jetzt geht es also um die Tubeless-Montage mit der Lesine Micro Floor Drive Mini-Pumpe. In ein paar wenigen Schritten zeige ich dir jetzt also die Tubeless-Montage. Ganz wichtig dabei, als ich das Video gedreht habe, habe ich das zum ersten Mal gemacht und mir war es auch noch gar nicht klar, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Ich habe allerdings bei einer Bikepacking-Veranstaltung auch schon mal gesehen, wie jemand unterwegs sein Tubeless-Setup vollständig aufgesetzt hat mit dieser Pumpe. Daher dachte ich mir, okay, es wird funktionieren. Egal, was ich jetzt hier mache, sage oder zeige, bitte beachte auch immer die Herstellerangaben und die, ja, die Anleitungen und die Spezifikationen deines Herstellers und halte dich daran. Ich zeige hier jetzt einfach nur, was für mich funktioniert. Natürlich habe ich jetzt hier eine Tubeless-kompatible Felge und einen Tubeless-kompatiblen Mantel. Das Bike war ja schon mal Tubeless aufgesetzt. Und ja, was du jetzt hier siehst, auf der rechten Seite Felge und Mantel und auf der linken Seite den Schlauch. Das ist der defekte Schlauch noch von der Jordanienreise. Den habe ich jetzt hier entfernt. Also erster Schritt, erstmal Mantel aufmachen und den Schlauch entfernen. Es wird auch etwas Tubeless-Ausrüstung benötigt. Es geht ja hier um die Micro Floor Drive von Lesine. Das ist die Pumpe, die ich verwende. Dann siehst du hier jetzt die Dichtmilch von Schwalbe. Mit der habe ich bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, die wird, glaube ich, auch von Stans No Tubes hergestellt und dann für Schwalbe umgelabelt, aber das ist jetzt auch Halbwissen. Also die gesamte Tubeless-Ausrüstung, die findest du in der Videobeschreibung. Unter diesem Video sind die Links. Jedenfalls sehen wir jetzt hier ganz rechts die Verpackung, dann weiter links das kleine Werkzeug, um den Ventilkern zu entfernen, ist auch in der Verpackung. Ebenfalls in der Verpackung ist die 60 ml kleine Flasche zum Einfüllen. Und dann die Dog Blue Dichtmilch in der schwarzen Flasche. Ganz links, da liegt zur Notfall ein Schlauch. Den hätte ich eingezogen, falls die Tubeless-Umrüstung hier nicht geklappt hätte. Als erstes schraube ich ein Tubeless-Ventil in die Felge. Ich verwende hier 40 mm lange Schwalbe-Tubeless-Ventile. Das Ventil muss wirklich sehr fest an der Felge angeschraubt werden, dass es sich später nicht löst. Beim Pumpen zum Beispiel, wenn du den Ventilkopf auf, den Pumpkopf auf das Ventil schraubst und ein Tubeless-Felgenband muss auch auf der Felge aufgeklebt sein. Ich verwende meistens Tubeless-Felgenbänder von DT Swiss. Das Felgenband, das muss ca. 2 mm breiter sein als die Innenbreite der Felge. Und ich habe hier schon ein Tubeless-Felgenband aufgeklebt von der früheren Tubeless-Montage und lasse das auch auf der Felge drauf. Das Tubeless-Ventil ist jetzt fest verschraubt. Anschließend ziehe ich den Schlauch wieder auf die Felge und drücke ihn so gut es geht auf die Felgenflanke. Das Ziel ist, dass der Luftspalt zwischen Mantel und Felge so klein wie möglich ist, sodass später beim Aufpumpen so wenig Luft wie möglich entweicht und der Mantel schon sehr dicht auf der Felgenflanke sitzt. Anschließend folgt der erste Test. Der Reifen kann jetzt aufgepumpt werden und nur wenn die Pumpe genug Pumpleistung bringt, dann kannst du den Reifen jetzt ordentlich aufpumpen. Mit einer kleinen Mini-Pumpe, da wird das nicht funktionieren. Es muss jetzt unbedingt mehr Luft in den Reifen gepumpt werden, als dass Luft durch die noch vorhandenen Spalte zwischen Reifen und Felge entweicht. Bei ausreichendem Druck, da ploppt der Reifen jetzt auf die Felge. Und die letzten großen Spalte zwischen Mantel und Felge, die sind jetzt geschlossen. Mit der Lesine Mini-Standpumpe habe ich in diesem Video zum ersten Mal das Tubeless-Setup aufgesetzt. Und ich finde es echt super, dass die Pumpleistung hoch genug ist, um die Tubeless-Ausrüstung beim ersten Versuch auch zu, ja, erfolgreich zu gestalten. Und unterwegs wird es auch klappen. Beim genauen Hinschauen, da wird noch etwas Luft entweichen. Das ist ja auch ganz klar. Wir haben ja noch keine Dichtmilch eingefüllt. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Jetzt wird also ganz normal die Luft vollständig wieder aus dem Mantel abgelassen und anschließend kannst du mit dem Ventilkernwerkzeug aus der Schwalbe Dog Blue Schachtel auch den Ventilkern rausdrehen. Anschließend die Tubeless-Milch bitte richtig, richtig gründlich durchschütteln. Das steht auch auf der Packung drauf. Bitte einfach da mal die Anleitung lesen.
und dann kannst du die Dichtmilch in das 60 Milliliter Fläschchen einfüllen. Schwalbe gibt da auch offizielle Angaben, wie viel Dichtmilch in welchen Reifen, für welche Reifenbreite geeignet sind. Für die breiten Mountainbike-Reifen fülle ich meistens 100 bis 120 Milliliter in die Reifen ein, also zweimal dieses Fläschchen. Sehr, sehr klasse. Jetzt kommt der finale Schritt. Wir pumpen den Reifen wieder auf den gewünschten Druck auf und jetzt zeigt sich auch wirklich, hält der Reifen wirklich dicht, hält die Dichtmilch dicht und es kommt wieder auf die Pumpe drauf an. Die Pumpe muss wieder richtig schön Leistung bringen, weil hier möglicherweise noch irgendwelche Spalte und Schlitze zwischen Mantel und Felge sind. Ich pumpe jetzt hier also richtig viel Druck rein. Also ich persönlich gehe so an den Maximaldruck ran von der Felge. Und von dem Mantel, weil hier wirklich die Dichtmilch jetzt auch in die letzte Ritze noch reingedruckt werden soll. Es ploppt jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Mal und beim genauen Hinschauen sieht man aber immer noch, dass hier noch kleine Spalte vorhanden sind und die Dichtmilch dann auch rausblubbert aus diesen Spalten. Es kann sein, dass der Mantel jetzt noch nicht ganz dicht hält. Dann den Reifen einfach nehmen, in der Luft rumwirbeln, etwas rumdrehen, um die eigene Achse drehen, wie so eine Acht in der Luft bewegen oder was ich jetzt hier mache. Ich stelle den Reifen auf den Kopf, also vorhin war das Ventil ja unten, jetzt ist das Ventil oben, dann fließt die Dichtmilch nochmal richtig schön runter und dann gebe ich hier maximalen Druck auf die Felge drauf. Wie gesagt, Herstellerangaben bitte beachten und dann in der Regel ploppt es noch mal ein paar Mal. Der Mantel, der ploppt schön auf die Felge drauf und jetzt hält auch alles dicht. Wie gesagt, man braucht eine Pumpe mit ordentlich Druck und Pumpleistung und genau das leistet hier die Mini-Standpumpe von Lesein und das finde ich richtig, richtig klasse. Auf jeden Fall Glückwunsch, du hast jetzt das Tubeless Setup erfolgreich aufgesetzt und kannst es mit der Lesein Mini Pumpe in Zukunft auch unterwegs auf Bikepacking Tour, auf Radreise oder ja, im Trainingslager machen. Was ist also das Ergebnis des Lesein Micro Floor Drive Test? Also vollkommen überzeugend die Pumpleistung, die Handhabung und die Verarbeitungsqualität dieser Pumpe. Also Reparaturen auf dem Trail und unterwegs, die werden mit dieser Pumpe deutlich erleichtert. Am besten geeignet ist die Pumpe für Touren, für Radreisen, Bikepacking und für Mountainbiker, die unterwegs schnell einen platten Reifen aufpumpen wollen oder sogar Tubeless wieder aufsetzen wollen. Ja, Reparaturen, die werden wirklich deutlich einfacher und unterwegs, da lässt die Pumpe sich gut im Fahrradrucksack oder auch in der Bikepacking-Rahmentasche verstauen. Insgesamt handelt es sich also wirklich um eine geniale Pumpe. Was sind jetzt die Alternativen? Als Alternative möchte ich auf jeden Fall die Crank Brothers Click HV Mini Pumpe nennen. Also wenn du eine Mini Pumpe brauchst mit weniger Pumpvolumen, dann ist das auf jeden Fall eine Pumpe, die du dir ganz genau anschauen solltest. Verarbeitung ist sehr hochwertig und eigentlich vorbildlich. Im Inneren, der Pumpschlauch, der befindet sich im Inneren und ist dadurch vollständig vor den Elementen geschützt. Und wenn du dann pumpen möchtest, wird der Pumpgriff um 90 Grad gedreht. Pumpschlauch wird rausgezogen und dann per Magnet ans Gehäuse angedockt. Funktioniert bestens und immer zuverlässig und dann kann das Pumpen auch losgehen. Wie gesagt, es ist eine Mini-Pumpe und da braucht man einfach etwas länger. Ich würde sagen bis 29 Zoll mal 2,1 Zoll breite Reifen ist die Pumpleistung noch ausreichend und ja, man muss eben etwas länger pumpen. Ich habe zu der Pumpe auch schon einen detaillierten Blogpost geschrieben, habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, schau da mal rein. Ein Video zu der Pumpe kommt vielleicht auch noch, aber wenn du jetzt Fragen hast zur Lesein Mini Standpumpe aus diesem Video oder auch zur Crank Brothers Pumpe, dann lass es mich gerne wissen, schreib mir deinen Kommentar und ich antworte gerne und jetzt, ja, verlinke ich dir noch spannende Videos zum Thema Bikepacking und Fahrradkomponenten und wünsche dir viel Spaß beim Fahrradfahren, allzeit viel Luft in den Reifen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.